So, Homeschooling Teil 2 heute. Ihr habt euch gewünscht, erklär mal, für was eigentlich so die wichtigsten Getreidearten gebraucht werden. Warum baut man die überhaupt an? Das finde ich eine gute Idee, habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil für mich ist es selbstverständlich. Nehmen wir mal die Getreidearten, die auch im größten Anbauumfang angebaut werden. Das ist der Weizen, die Gerste und der Winterraps. Fangen wir mal mit dem Weizen an. So, das da ist Weizen. Das habe ich noch da, weil ich mir jedes Jahr so einen kleinen Trockenstrauß in die Wohnung stelle. Der Weizen wird wie alle Getreidearten auch im Sommer geerntet. Er wird im Herbst ausgebracht. Also er steht fast ein Jahr, ungefähr 10 Monate auf dem Acker. Und man macht daraus Brot. Gerste. Gerste unterscheidet man in Sommer- und Wintergerste. Die kann ich euch heute leider nicht zeigen. Ich habe weder Körner da noch eine Ähre davon. Aber man kann sich einfach, ich sag mal so lapidar, den Weizen mit Krannen vorstellen, mit so langen Häkchen, die an jedem Korn dranhängen. Und die Gerste unterscheidet man, wie gesagt, in Sommer- und Wintergerste. Das bestimmt den Ausbringzeitpunkt. Die Sommergerste wird im Frühling gesät, die Wintergerste schon im Herbst vorher. Das hat einfach was mit der Winterbeständigkeit zu tun. Die Wintergerste verwendet man als Futter für die Tiere und aus der Sommergerste macht man, das ist meistens Fraugerste, und dann macht man Bier. Ja, bleibt noch der Raps. Der Raps ist eine Ölpflanze und man verwendet Raps einmal für Speiseöl herzustellen und auch für Biosprit herzustellen. Raps ist eine ganz tolle Kultur. Das sind die gelben, blühenden Felder, die jetzt auch in ein paar Wochen wieder deutschlandweit zu sehen sind. Und ist natürlich ein attraktiver Anziehungspunkt für alles, was fliegt und Flügel hat und Nektar sammelt. Denn Raps ist da wirklich sehr, sehr ergiebig. Das war's mit Homeschooling Teil 2. Morgen geht's weiter. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Kulturen, Kartoffeln, Mais, Zuckerrüben. Und trotzdem würde mich interessieren, was interessiert euch? Ich beantworte gerne eure Fragen. Schreibt sie mir einfach. Ich bin gespannt. Bis morgen.